Willkommen zurück zu Let's Play Payday 2. Wir waren hier im letzten Part stehen geblieben, nachdem wir mal wieder Noobs gespielt haben und diese die Mission Go Bank versaut haben. Heute spielen wir mit Houston, seiner Maske, dem Karabiner 4 Gewehr. Ich habe es jetzt Killer Instinct getauft, kann man hier noch so ändern den Namen. So. Und ja, sonst würde sie halt ihr ganz normales K4-Gewehr essen. Die CMP-Maschinenpistole, das Ursa Tanto-Messer und das Dynamit. So. Und wir spielen heute die Mission. Juwelier haben wir schon. Kochwettbewerb. Spielen wir mal wieder Overkill. Okay, warte ich jetzt wieder, bis wir hier joinen und wir sehen uns gleich in der Runde wieder. So, es werden wahrscheinlich erst wieder welche in der Runde joinen, deswegen starten wir gleich in die Runde. Heute hören wir mal währenddessen Razormind. Und was über diesen Job zu sagen gibt, er hat eigentlich kein Ende, man kann so viel Meth kochen, wie man will. Und ja. Aber wir werden, ja, nur ein paar kochen. Man sieht ja immer sehr schön oben, wie lang jetzt die Runde ist. Also vielleicht so, wie viel wir in 20 Minuten schaffen. Ja, vielleicht versagen wir ja auch wieder. Das wäre allerdings ziemlich scheiße. Und da haben wir hier wieder die Mendozas. So. Hier haben wir jetzt das Labor, um gleich zu kochen. Das machen wir dann auch. Aber erstmal möchte ich die Bretter an die Fenster setzen. Also hier stehen halt überall Chemikalien rum. So, hier auch drin. So. Haben wir jetzt noch ein Paket. Gut. Und da haben wir noch Bretter. Möchte ich schon noch gerne haben, die Bretter. So. Und wenn's... Also wir müssen, glaube ich, mindestens 3 Taschen kochen. So, was brauchen wir denn? Also wir müssen halt immer auf Bane hören. Deswegen habe ich auch immer Untertitel an. So. Brauchen wir jetzt als erstes Salzsäure. So, vielleicht tritt der Ingenieur jetzt auch bei. Mal sehen. So, und jetzt geht's los. Und die K4 wird auch von den meisten Spielern als beste Waffe bezeichnet. Und sie ist auch eine ziemlich gute Waffe. Also wirklich, die Stabilität ist sehr gut. Und wenn man es richtig modifiziert hat, dann kann man wirklich alles damit umbringen. Von kleinen SWAT-Einheiten bis zu großen Bulldozern. Nein, Salzsäure haben wir bereits, deswegen wäre das falsch und wir würden alles in die Luft jagen. Wir brauchen Chlorwasserstoff. Okay. Also wenn Bane aus Versehen sagt, dass wir was doppelt brauchen, dann ist das höchstwahrscheinlich... Oh Gott. Dann ist das höchstwahrscheinlich ein Fehler von ihm und wir werden das ganze Labor in die Luft sprengen. Und jetzt sehen wir wieder nichts. Geil. Okay, da treten jetzt wieder ein paar bei. Der andere hat ja leider die Verbindung verloren. So, jetzt sehe ich hier wieder nichts. Ist halt schon ziemlich scheiße, wenn man von der Blendgranate getroffen wird. So stelle ich mir das auch im richtigen Leben vor. Ah. Okay, der... Welches Level hat der? Okay. Und jetzt ist das letzte, was wir brauchen. Epsilon. Außerdem gibt es hier noch ein Easter Egg, eine Referenz.
Und dieses Easter Egg nennt sich Breaking Dead. Ist halt angelehnt an die Serie, oder an die US-amerikanische Serie Breaking Bad. Welche außerdem sehr zu empfehlen ist, also ich gucke sie mir im Moment an und das ist wirklich, also da gibt es manchmal Story-Twists. Das denkt man als erstes nicht, aber dann kommt's. Und jetzt ist hier alles grad. Ist ja anscheinend gerade alles drin, ne? Natürlich ziemlich scheiße. Oh. Oh. Oh oh. Schnell weg. Ach, das sind ja noch mehr Schilde. Was? Also es. Ist schon ziemlich heftig, was hier gerade passiert. So. Okay, was brauchen wir denn? Ätznatron? So. Also da will mir einer mal wieder mitteilen, wie man kocht. Das brauche ich aber nicht. So. Ach ja, und außerdem ist immer Zufall, wie lange Bane braucht, bis er uns das nächste durchgibt. Vielleicht ist es auch ziemliche Scheiße, was hier in den Chat schreibe, aber ich bin halt kein Amerikaner oder Engländer, also wird meine Grammatik teilweise falsch sein. So, haben wir noch einen Granatenkoffer, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Dynamit wegwerfen, können wir uns hier eine neue holen, weil jetzt würde ich sagen, wo wir drei haben, du hast bereits die Maximalanzahl. So. Okay. Ja, und in dieser Mission kann man auch fehlen, falls man das Falsche reinpackt, bevor man drei Taschen hat. Da man nämlich das Labor hochsprengt und dann so ein Counter angezeigt wird, noch so viele Sekunden bis zur Flucht und ja, dann ist man am Arsch. Schreiten hier die ganze Zeit Scheiße, Scheiße, Scheiße! Da ist Cloaker wieder. Wir haben schön umgelegt. Okay, der macht, also anscheinend weiß er, wie man hier kocht, ohne dass das Labor in die Luft fliegt. So. Ach ja, und bald haben wir auch Level 100 erreicht und dann erreichen wir das letzte berüchtigte Level. Und das werde ich dann gemeinsam mit euch durchspielen. Gut. Er hat zugehört. Da Bane jetzt eben gerade gesagt hat, Salzsäure. Und er noch hier Chlorwasserstoff hatte, hat er das besser genutzt. Ich muss einen kurz im Chat schreiben. So gleich. Oh, wir hatten das nochmal geschrieben. Available. Nein. To, Tavers schau ich jetzt an. Haben wir jetzt hier noch einen? Nein. Okay. Och, come on, Sniper. Du scheiß Penner.
Wo ist er? Wo ist der Bastard? Dahin. Das sind immer die Punkte, wo die Sniper spawnen können. So, Chlorwasserstoff? Ja. Wenn er sagt, er ist sich zu 91% sicher, dann ist es immer richtig. So. Okay. Dann holen wir uns hier noch ein paar Chemikalien wieder. Okay, gleich müssen wir das F greifen und so schnell wie es geht aus dieser Scheiße hier raus. Außerdem ist Cook-Off, oder ja, wie heißt das jetzt nochmal auf Deutsch? Wie heißt es? Kochwettbewerb. Die beste Chance halt zu leveln. So, zack. Guck, was brauchen wir jetzt? Teilweise ist... Jetzt nah dran. Okay. Au. So. Okay, das gibt... Diese Maschinenpistole gefällt mir aber nicht so gut. Okay, da hinten haben wir noch einen Cloaker. Den müssen wir halt schnell ausschalten. Okay, anscheinend ist er weg. Mal gucken. Kommt der Van? Also er fährt dann die Straße halt lang und dann können wir halt einsteigen. So. Mal gucken. Ich hab... Oder doch, ich hab Säure. Ja. Oh, oh, da kommt ein Cloaker. Gucken, kommt der Van jetzt gleich mal? So, jetzt könnten wir noch dem Helikopter signalisieren, dass wir noch mehr Chemikalien brauchen. So, das mache ich jetzt auch eben einmal kurz. Legen wir halt so eine Leuchtfackel. Okay. Jetzt, Oh, scheiße. So, okay, da steht jetzt. Wir müssen drei Taschen. So. Okay. Rennen wir da eben ganz schnell hin, sichern die nächste Tasche. So, okay. Oh, oh, da ist ein Cloaker. Ich hoffe, der... Kommt der jetzt mal? Sag mal, ist der behindert? Nee, ich muss den jetzt kicken. Leider. Tut mir leid. Tschüss. So. Damit haben wir es geschafft. So, also, damit haben wir jetzt Kochwettbewerb geschafft. Man kann halt Please.
Make sure everything goes smooth, no need for nooses. Speak with a loud tone, seriousness on my face. For 3 months I've been casing this place. There isn't any way you better mess up this mission. And if you mess it up, then you'll be the one to end up missing. Time to turn into a monster like Space Jam. And shooting my way out is my only escape plan. Yo, it's time to get paid, you know what time it is. Trying to make this real money, I can retire your will. Living in your paradise, most good in the vision. My mind state is a criminal. Click Enter for fuck's sake. Okay, damit haben wir jetzt Kochwettbewerb geschafft. Und wir sind Level 49. Oh, wir haben gerade die beste Karte bekommen, die es gibt. Wie geil. Wie geil. Da muss gleich erstmal ein Screenshot raus. Alter, das passiert mir auch nur, wenn ich aufnehme. So, okay. Dann möchte ich euch jetzt noch was zeigen, wo wir halt diesen Bohrer bekommen haben. Weil ich habe noch einen Bowley Safe. Und diesen können wir jetzt öffnen. So, ja, den akzeptieren wir. Und hier haben wir den Bowley Safe. Und genauso wie in Counter-Strike können wir einen random Skin von diesen allen bekommen. Es wäre schon scheiße, wenn wir einen blauen bekommen würden, weil die Lieder hier, der sieht ziemlich cool aus. Aber hier diese, die sind schon ziemlich selten, wäre aber auch geil. Und Gold ist halt übelst heftig, wenn wir das bekommen würden. Mal gucken. Komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Fuck. Aber wir kriegen Bonus. Wir kriegen wenigstens Bonus da drauf. Egal. Okay, das sieht jetzt... große Blau heißt das. Ja, okay, es ist die goldene AK halt nur in Metallic Blau. Ah, okay. Gut. Damit habe ich euch das aber jedenfalls schon mal gezeigt. Wir können jetzt nochmal hier auf die goldene AK gehen. Hier modifizieren. Und wo haben wir es? War das nicht für die goldene? War es die ganz normale? Warte mal. Das muss ich jetzt noch einmal nachgucken. So, Steam Inventory. Ich habe noch andere, also warte. Hier kann man jetzt noch. Das ist jetzt für eine Shotgun. Habe ich von einem Winter-Event. Sieht ziemlich geil aus, wie ich finde. Und ist gerade mal ein blauer Skin. Hier sieht man so einen Leder-Skin. Ich habe einen bis jetzt gezogen, auch nur so ein, also für so ein Event. So, hier. Sieht auch eigentlich cool aus. So, wo haben wir jetzt den anderen Skin? Da ist er. Ach, wir kriegen dafür 4 Genauigkeit und das ist, ach, die AK 762. So, wo haben wir die denn? Ach, da ist sie. Gut. Dann hauen wir das da mal noch drauf. So, wo haben wir das? Achso, hier. So. Und verwenden. Und da haben wir es. Ja, sieht ganz okay aus. Also, ist jetzt nicht das Beste vom Besten. Wir hauen uns jetzt auch nochmal in die zweite rein. Ich habe ja immer eine Laut- und eine Stealth-Ausrüstung. Ja, okay. Also, ist das nicht das, was man wirklich haben muss, aber... Na gut. So, das war's dann jetzt aber mit diesem Part. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Payday 2. Bis dann und ciao.